Hi und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal hat es mich zum besten Drittliga-Aufsteiger aller Zeiten verschlagen. Wer das ist, erfahrt ihr nach dem Intro. Das Waldstadion Kaiserlinde, aufgrund eines Sponsorings seit 2014 offiziell Ursa Farm Arena an der Kaiserlinde, ist ein Fußballstadion in der saarländischen Gemeinde Spießen-Elversberg, Landkreis Neunkirchen. Seit Juni 2013 wird das Stadion umgebaut. Für bis zu 8 Millionen Euro soll in 4 Schritten eine zweitligataugliche Arena entstehen. Nach dem Drittliga-Aufstieg der SV Elversberg im Jahr 2022 sind weitere Umbaumaßnahmen geplant. So sollen die noch offenen Tribünen der Heim- und Gästefans sowie der Gegengrade jeweils mit einem Dach versehen werden. Im November 2014 wurde der Pharmahersteller Ursa Farm aus Saarbrücken für 10 Jahre Namensgeber des Stadions. Die ursprünglich dem Stadion den Namen gebende Kaiserlinde, die was 100 Jahre alt war, fiel im Jahr 2015 dem Sturm Niklas zum Opfer. Das Stadion hat zurzeit eine Kapazität von 10.000 Zuschauern. Diese sind aufgeteilt in 3.680 Sitz- und 6.320 Stehplätze. Die Eintrittspreise betragen aktuell zwischen 3 und 23 Euro. Wenn ihr über die A1 aus Richtung Köln-Koblenz-Trier anreist, fahrt ihr am Kreuz Saarbrücken auf die A8 in Richtung Neunkirchen. Dann benutzt ihr die Abfahrt Elversberg und fahrt rechts in die Lindenstraße. Nach ca. 200 Metern ist dann auf der linken Seite schon das Stadion. Falls ihr über die A6 aus Richtung Kaiserslautern-Frankfurt anreist, fahrt ihr am Autobahnkreuz Neunkirchen auf die A8. Dann, wie vorhin beschrieben, die Ausfahrt Elversberg benutzen. In fußläufiger Umgebung des Stadions wird an Spieltagen insbesondere auf folgende Parkmöglichkeiten hingewiesen. Parkplatz an der Sporthalle Großenbruch mit ca. 70 Parkplätzen. Parkplatz an der Grundschule in Elversberg mit ca. 40 Plätzen. Sowie Parkplatz an der Heinitzer Straße in Friedrichsthal mit ca. 80 Parkplätzen. Neben den eben genannten fußläufigen Parkplätzen wird bei höher frequentierten Spieltagen auch noch ein Park-and-Ride-Angebot ab Heinitz angeboten. Hier fährt ab dem Parkplatz in Heinitz 2 Stunden vor bis 2 Stunden nach dem Spiel jeweils ein Park-and-Ride-Bus. Da diese Angaben über die Parkmöglichkeiten nicht auf der Homepage zu finden sind, schreibe ich sie euch auch nochmal unten genau in die Beschreibung. Nachdem ich einen Parkplatz gefunden hatte, erreichte ich nach einem kurzen Fußweg das Stadion. Die Ursa Farm Arena ist in einen Hang gebaut, sodass man von der Straße aus lediglich das Dach der Haupttribüne erkennen kann. Wie immer darf zum Abschluss das Bild des Stadionmenüs nicht fehlen. Kommen wir dann wieder zu der Bewertung meines Besuchs. Natürlich weise ich wie immer darauf hin, dass diese Bewertung nur meine eigene Meinung widerspiegelt. Ihr könnt und dürft selbstverständlich eine andere Meinung haben. Los geht's!
Verkehrsanbindung. Das Stadion ist ideal an der Autobahn gelegen. Auf der Homepage gibt es aber keinen Hinweis darauf, dass die auf der Eintrittskarte aufgedruckten Parkplätze nicht zu benutzen sind, es sei denn, es wird eine entsprechende Parkkarte gekauft. Wo und wie diese zu kaufen ist, wird jedoch nicht erwähnt. Zudem gibt es leider überhaupt keine Ausschilderung zu weiteren Parkplätzen. Eine Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich nicht feststellen können. Auch unter Berücksichtigung, dass Elversberg nicht sehr groß ist, nur 4 von 10 Punkten. Stimmung. Bei meinem Besuch haben die Heimfans kaum Stimmung gemacht. Bei den Gästen war es aufgrund des Spielverlaufs auch nicht viel anders. Allgemein fand ich, dass es sehr familiär zugeht. 5 von 10 Punkten. Stadionmenü. Das Bier und die Bratwurst waren in Ordnung und haben ganz gut geschmeckt. Mit 7,50 Euro liegt der Preis dafür auch eher am unteren Ende. 9 von 10 Punkten. Sicht. Wie ihr den Bildern und den Aufnahmen entnehmen konntet, sitzt man sehr nah am Spielfeld. Sichtbehinderungen konnte ich nicht entdecken. Daher gibt es hier von mir die volle Punktzahl. 10 von 10. Stadion. Es ist ein sehr kleines Stadion, ohne modernen Schnickschnack, aber mit einer neu gebauten Haupttribüne. Es sollen, wie vorhin schon erwähnt, weitere Ausbauten und Modernisierungen folgen. Außerdem geht es hier, wie auch schon gesagt, sehr familiär zu. 5 von 10 Punkten. Insgesamt erreicht die UrsaFarm Arena an der Kaiserlinde in Elversberg damit 33 von 50 möglichen Punkten und landet in meinem Ranking auf Platz 8. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wie immer würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lasst. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen würden. Bleibt bis dahin gesund, euer Stadiontester.